Netflix. No, Netflix. Heute Nacht. Also das war für mich sogar unerwartet. Ich habe geschlafen. Eigentlich wäre ich aufgesprungen, hätte sofort ein Video gemacht. Aber ich war wirklich todmüde. Ich habe einfach gepennt. So. Aber heute Nacht ist ein Song rausgekommen von Morgenstern, der Oxymiron ist. Ich freue mich gerade so riesig drauf. Ich habe darauf, ich glaube, mein Leben lang gewartet, habe ich so das Gefühl. Ja, die haben sich in jedem Song gestichelt gegenseitig. Und jetzt kommt endlich ein Diss. Und ich freue mich auf die Antwort von Oxymiron, wenn diese kommt. Darauf freue ich mich riesig. So, wir werden uns aber erstmal den Song von Morgenstern anhören. Den Diss gegen Oxy. Oh, das wird jetzt schwer. Also ich versuche jetzt wirklich zu lesen, das Video zu schauen. Alles auf einmal. So. Okay. Wow. Let's go. Was müssen wir uns anschauen? Hey, Morgenstern, откуда, блядь, пока не понял. Специально для богатей Music, слушайте мой риф. Moment. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das schon mal gehört? Hey, Morgenstern, откуда, блядь, пока не понял. Специально для богатей Music, слушайте мой риф. Wo habe ich denn das schon mal gehört? Moment, ist das nicht ein Sample von Oxys Song? Es gibt so einen Song, Hater. So heißt der Song, Hater. Ist das nicht ein Sample davon? Рэпер стареет, понимаем, может. Все мы постарели, но не так же, как ты. Говоришь, ты не глуп. Nein, das ist kein Sample. Das ist kein Sample. Das ist sogar der Beat. Nur, passend zu dieser Zeit. Also so ein New School Beat. Also die haben aus dem alten Song von Oxy, also Morgenstern aus dem alten Song von Oxy, einen New School Beat gemacht. Okay, geil. Auf seine Art. Okay, das kann man auch verstehen, okay? Oxy ist so ein Typ, er ist ein anderer Art der Rapper, ja? Er macht richtigen Hardcore-Rap, sag ich mal so, ja? Und Morgenstern ist halt ein Neuzeitmusiker, Neuzeit-Rapper, so. Oh mein Gott, ich bekomme gerade so Flashback wie zwischen Machine Gun Kelly und Eminem. Das ist mein Flashback gerade. Jesus Christ, okay. Wow. Nein. Oxy kann nicht älter als ich sein. Definitiv nicht. Ich habe dieses Bild schon mal gesehen. Man sagt, der ist, glaube ich, über 40, aber das glaube ich nicht. Ich meine, der ist so alt wie ich. Okay, jetzt verstehe ich, was Morgenstern hier macht. Das ist okay, ich verstehe den Sinn. Also, Morgenstern zeigt alle Niederlagen von Oxymiron gerade. Ja, er zeigt uns alles, wo Oxy quasi Fehler gemacht hat in seinem Leben. Unter anderem auch sein Albumchart 95, auf dem Platz 95, mit dem letzten Album. Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch den Sinn. Jetzt verstehe ich, warum auch Oxymiron Morgenstern disst. Ist klar. Ja. Eigentlich hat Oxymiron ja viele andere Feinde, aber anstatt die zu dissen, disst er Morgenstern. Warum?
Weil Morgenstern gerade populär ist. Morgenstern ist angesagt. Jeder möchte Morgenstern. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum warum Oxy das macht. Okay. Ah, das ist aus dem Battle von Johnny Boy. Ein sensationelles Battle. Okay. Wow! Wow! Ah, ja. Jetzt verstehe ich auch den Titel. Ich hab Mark getötet. Das ist, ja, Parodie quasi auf den Song Wer hat Mark getötet? Okay. Geiler Beat. Меня голым попытался трахнуть дед. Все попутал, мне же не 15 лет. Das war gut. Das war gut. Wo ist dieses Bild? Ich glaube, das Bild hat jeder gesehen, ne? Ah, fuck! Dieses Bild hat, glaube ich, jeder gesehen. Das war doch der... Das, es gab mal... Ich weiß gar nicht, wann war das, vor 2 Jahren, 3 Jahren, irgendwie so. Es gab mal eine Zeit, das weiß ich. Da hat man Oxy vorgeworfen, ich glaube Pädophilie oder sowas. Dass zumindest, hier ist dieses Bild von diesem Mädchen, ich weiß nicht, wie die heißt. Lena, Elena, keine Ahnung. So, und Oxy war mit ihr zusammen und zu dem Zeitpunkt, wo die zusammen waren, soll sie minderjährig gewesen sein. Ob das wahr ist, weiß ich nicht. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt. Also apropos, ich distanziere mich von dem, was gerade hier Oxy zeigt. Ja? Also diese Hand, die Oxy da macht, davon distanziere ich mich. Das ist auch eine sehr starke Line. Ey, das ist stark. Das ist sehr stark. Das stimmt aber auch, ne? Oxy hatte ja damals gekriegt diese Schellen, bam, ja? Und er hat lange nichts zu diesem Thematik gesagt, aber wenn jemand falsch irgendwie oder schlecht rappt, hat er sofort was dagegen gehabt, so. So, und... Так. Со смыслом нахуй. На твоей кровати ебутся педики. Тебя хватило лишь на слабый полкуплетика. Смотри, как это делают короли маркетинга. Не, стоп. Убери бит, короче, и верни потом его. Also, das ist auf jeden Fall eine ganze, das ganze Video ist eine Parodie auf Oxymiron. Also, Digga, das ist stark gut gemacht. Ja, ich freue mich auf die Antwort. Schon jetzt. Das wird, also wenn jetzt Oxy nicht mit einer super Antwort kommt, weiß ich sonst auch nicht. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Krass. Und man sieht ja auch genau hier, sieht man ja diese unterschiedliche Artists. Ja, Oxy ist einfach eine Maschine, wenn es darum geht, Texte zu schreiben. Er hat sehr komplexe Texte und so weiter und so fort. Ja.
dagegen Morgenstern ist eher so ein, ja, ein New Schooler, einer, der darauf achtet, wie die Beats sind, wie die Atmosphäre in dem Beat sind, wie man quasi gewisse Atmosphäre schafft. Er macht eine ganz andere Art der Musik, so. Aber diese Diss gegeneinander, das feier ich. Yeah. Хоть себе признайся, почему решил ответить мне. Мог бы написать, но ты базаришь в интернетике. Ты выбрал меня, хоть тебя тисит каждый третий день. Тебе не обидно, тебе просто нужны рейтинги. What the fuck, yeah. Раньше было лучше, я согласен, это факт. Das meine ich. Das wirft ja Morgenstern Oxy vor. Warum disst Oxymiron einen Morgenstern? Genau deshalb, ja. Oxymiron braucht Aufmerksamkeit, ja. Er braucht Aufmerksamkeit, deshalb disst er einen populären Musiker, anstatt, es gibt ja noch 10.000 andere, glaube ich, mit denen er da Beef hat, ja. Also, deshalb hat er sich aber trotzdem Morgenstern ausgesucht. Okay. Верни мне Мирона, что меча не выпускал. Горгород залупа, ведь я не люблю читать. Я слышал уродство, когда выйдет красота. Ты так смело базаришь, блять, за политику. Тексты без конкретики, проверены юристами. Скипался по-английски, по паспорту, блять, английскому. Ладно, ты не скользкий, меня убила Марка. Меня убила Марка. Все, пацаны, меня. Все, пацаны, меня убила Марка. Марк, привет, это Кира. Пошел нахуй. Das ist langsam zu einem Meme geworden, diese Sprachnachricht. Also, leider, ich muss sagen, in meinem Herz wurde auch die Deutsche Mark getötet, leider. Also, es ist sensationell, geil, das ist geil. Ja, ich weiß, es gab früher mal die Zeit vor mehreren Jahren, wo Beef und die Disses und so weiter war normal. Ja, dann haben wir jetzt die Zeit gehabt, wo kaum irgendwie Diss war. Ja, es war diese Battle-Rap-Zeit. So, und jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt wieder diese Disses zwischen Künstlern und das macht Spaß zuzugucken. Das macht Spaß zuzuhören. Das ist geil. Gefällt mir. Danke. Tschüss.